Herzlich willkommen zurück hier ins Horsch Live Studio. Mein Name ist Michael Braun und ich darf heute durchs Programm begleiten. Ja, für uns ist der zweite Tag Horsch Live eine echte Besonderheit. Und zwar haben wir dieses Mal internationales Publikum dabei in 4 Sprachen. Das heißt, alle Beiträge gibt es in Deutsch natürlich, in Englisch, in Russisch und in Französisch. Von dem her freue ich mich auch auf eine interessante Diskussion über den Chat, der offen ist für alle Sprachen, wo wir natürlich dann auch Fragen rausnehmen und diese auf der Bühne beantworten wollen. Ein Hinweis noch an der Stelle, alle Beiträge werden im Anschluss auch verfügbar sein. Das heißt, wir werden die auf unsere Kanäle, zum Beispiel YouTube, hochladen und auch im Anschluss für Sie bereitstellen. Ja, unser erster Beitrag heute beschäftigt sich mit der Thematik Düngung, maximale Stickstoffeffizienz durch eine ausgewogene Pflanzenernährung. Ich glaube, das klingt in den Ohren von vielen Leuten momentan sehr wohlwollend bei den aktuellen Versorgungssituationen hinsichtlich Dünger und vor allem bei den aktuellen Preisen für Dünger ist natürlich die Frage groß, was kann ich tun, um eine möglichst hohe Effizienz rauszuholen? Was kann ich vielleicht auch mit anderen Nährstoffen, mit Mikronährstoffen erreichen, um eine möglichst ausgewogene Pflanze zu bekommen? Mit der Fragestellung beschäftigt sich Adrian Urban von der Firma Yara. Adrian ist dort Geschäftsentwickler für den Bereich Lohnunternehmer, war vorher 5 Jahre lang Fachberater, steckt also da tief in der Materie drinnen, wenn es um Pflanzenernährung geht. Und Adrian beherrscht das Ganze nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Als Landwirtssohn ist er natürlich auch selbst ab und zu mit dem Düngerstreuer unterwegs und bringt Nährstoffe zielgerecht für die Pflanzen aus. Adrian, ich freue mich auf deinen Vortrag und auch im Anschluss auf eine spannende Diskussion. Michael, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Man könnte meinen, der Markt spielt verrückt. Es sind Worte wie Warenverfügbarkeit, Höchstpreise, Kostendruck, leere Lager, knappe Mengen, Ausfuhrbegrenzungen, Preiserhöhungen, die im Moment in aller Munde sind. Guten Tag, mein Name ist Adrian Urban. Ich bin bei Yara seit diesem Jahr verantwortlich für die Geschäftsentwicklung Lohnunternehmer. Davor war ich 5 Jahre als Fachberater in Bayern und in Baden-Württemberg bei dem norwegischen Düngemittelproduzenten tätig. Aufgewachsen bin ich, wie erwähnt, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Familie mit Schweinehaltung und Ackerbau im Landkreis Heidenheim. Den Betrieb daheim übernimmt mein Bruder Tobias. Ich bin nach der FOS in Triesdorf und dem Studium in Weihenstephan in die Industrie gegangen und in meiner Freizeit sehr gerne in der praktischen Landwirtschaft aktiv. Ich freue mich, heute bei Horsch Live etwas über den Düngermarkt und die Möglichkeiten zur Steigerung der N-Effizienz berichten zu dürfen. Gegliedert ist der Vortrag in 2 Blöcke. Zuerst kommt der Düngermarkt und dann der fachliche Teil mit der Erhöhung der N-Ausnutzung. Zum Schluss das Fazit und dann gebe ich einen kleinen Ausblick über weitere Entwicklungen in diesem Segment. Mit dieser Folie möchte ich die Düngejahre 1920 und 2021 miteinander vergleichen. Wir sehen, dass insgesamt die Stickstoffmenge um 7% in Deutschland gesunken ist, von 1920 auf 2021. Gesamtstickstoffmenge ist um 7% zurückgegangen. Und wenn wir in die einzelnen Segmente reinschauen, zum Beispiel der Harnstoff, dann sehen wir einen deutlichen Rückgang. Das ist so wegen der Gesetzgebung. Harnstoff ist der größte Verlierer auf dem Stickstoffdüngermarkt mit 20%. Dahingegen sieht man bei den NS-Düngern, also Stickstoff-Schwefeldünger, einen relativen Zugewinn. Das ist ein Trend, der hat sich über die letzten Jahre durchgezogen. Hier steigen die Anteile. Wenn man uns langjährig den Absatz von Mineraldüngern in Deutschland anschauen, dann sehen wir ein durchschnittliches Niveau von 1,6 Millionen Tonnen N. Und von diesem Durchschnittsniveau ausgegangen haben wir ja
die letzten Jahre seit 2015 eigentlich nur ein Abwärtstrend und vom Durchschnittsniveau ausgegangen ein Rückgang von gut einem Viertel auf das jetzige Niveau. Weiter unten dargestellt sehen wir den Verlauf von Kali und Phosphat. Auch hier sehen wir über die Jahre einen Rückgang. Deutlicher ist dieser beim Phosphat zu sehen. Ja, wie funktioniert denn die Stickstoffdüngerproduktion? In Europa ist das der Rohstoff das Erdgas. Erdgas wird gebraucht, um Wasserstoff zu gewinnen. Und dieser Vorgang ist sehr energieintensiv. In dem Haber-Bosch-Verfahren reagiert dann der Wasserstoff mit Stickstoff aus der Luft zu Ammoniak. Und Ammoniak wird zu Salpetersäure und diese reagiert dann mit Dolomit oder Anhydrit zu Kalkammon bzw. Kalkammon mit Schwefel. Bei diesem Prozess wird dann auch CO2 frei und CO2 kann mit Ammoniak reagieren zu Harnstoff. So viel zur Grundlage der Stickstoffdüngerproduktion. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben der Energieträger Erdgas, der eingesetzt wird. Und in Europa hat sich der Preis für Erdgas in den zurückliegenden Monaten seit Januar, März deutlich gesteigert. Wir sehen hier durchschnittliche Monatswerte. Und die Varianz, also die Schwankung, die ist deutlich größer, als hier diese Linie erahnen lässt, nämlich zwischen momentan 22 bis 40 US-Dollar pro MMBTU. Das ist die Einheit, in der Gas gehandelt wird. Letzte Woche aktuell lag der Preis circa bei 31 Euro. International sehen wir auch den Anstieg der Gaspreise. Allerdings trifft es sehr stark für Europa zu, wenn wir uns diese Grafik anschauen. Wir sehen hier verschiedene Länder und in Europa haben wir einen sehr hohen Gaspreis, weil wir haben hier keinen regulierten Energiemarkt. Es gilt Angebot und Nachfrage. Anders ist es zum Beispiel in Ägypten, wo der Preis für Erdgas festgelegt ist, also nicht schwankt. Die europäischen Produzenten stehen im Wettbewerb zu denen aus anderen Ländern, die mit niedrigeren Erdgaspreisen kalkulieren können. Also sind die hohen Kosten, die momentan für den Mineraldünger aufgerufen werden, nicht maßgeblich vom Erdgaspreis beeinflusst. Es hängt auch sehr stark mit der Angebot und mit der Nachfrage zusammen. Europäischer Harnstoff ist aktuell so teuer, dass eine Vermarktung international nicht attraktiv ist. Schauen wir auf die Agrarerzeugnisse, schauen wir auf den Weizen. Wir haben einen hohen Weizenpreis, wir sind auf hohem Niveau. Das macht die Produktion von Getreide oder anderen Agrargütern für den Landwirt interessant. Der Ackerbauer kann Geld verdienen mit seinen Produkten, wird also auch Geld in Dünger investieren. Zum einen, um die Ernte abzusichern, zum anderen, dort, wo nicht am Limit gedüngt wird, um den Ertrag zu steigern und die Profitabilität zu steigern. Und das erfordert eben Dünger und das fördert eben die Nachfrage auf dem Düngermarkt. Und das führt zu diesen Harnstoffnotierungen, die wir jetzt hier im Bildschirm sehen. Seit Januar kennen die Mineraldüngerpreise eigentlich nur eine Richtung und die geht nach oben. Ja, warum ist das so? Warum ist der Preis so hoch? Wir haben weltweit eine hohe Nachfrage nach Harnstoff. Wir haben weltweit eine hohe Nachfrage nach Getreide. Allein Indien benötigt 10 Millionen Tonnen Harnstoff pro Jahr. Auf der anderen Seite kommen dann Exportbeschränkungen dazu seitens Russland, China, von der Türkei und auch in Europa verminderte
Produktionskapazitäten. Was bei dem Ganzen auch mit berücksichtigt werden muss, aus europäischer Sicht, ist der schwächere Wechselkurs. Der Euro ist im Verhältnis zum Dollar gefallen. Das bedeutet, wenn man Mineraldünger auf dem Weltmarkt einkaufen möchte, dann ist es relativ teurer mit einem schwächeren Euro. Wenn die Energie runtergeht, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass auch der Düngerpreis mit runtergeht, weil momentan die Nachfrage das entscheidende Kriterium ist. Die Produktionskosten, die deckeln den Preis nach unten, sind aber nicht immer zwangsläufig mit dem Verkaufspreis gekoppelt. Momentan ist eben die Nachfrage größer als das Angebot am Weltmarkt. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die auf die Marktpreisbildung von Düngemitteln einwirken. Schauen wir uns dazu die Preisabsatzfunktion auf einem freien Markt an. Wir sehen, die Angebotsfunktion, die steigt. Je höher der Preis, desto mehr Menge wird angeboten. Und die Nachfragefunktion und der Treffpunkt bildet das Gleichgewicht. Zu diesem Preis wird gekauft. Und es handelt sich um einen volatilen Markt, wie zum Beispiel beim Weizen oder auch beim Soja. Und Einfluss auf dieses Marktgleichgewicht haben im Agrarbereich sicher die Witterung, die sich auf den Ertrag auswirkt, die politische Situation und auch die internationalen Märkte. Schauen wir uns die Energiekosten oder besser den Preis für Erdgas an. Da ist offensichtlich die Nachfrage hoch. Speicherkapazitäten sind heruntergefahren. Zum Winter müssen Reserven aufgebaut werden. Der Bedarf an sich ist höher, weil die Weltkonjunktur angezogen hat. Nachfrage über viele Bereiche ist gestiegen. Und die Nachlieferungen lassen auf sich warten. Die Kapazitäten der erdgasfördernden Länder werden nicht so einfach hochgefahren. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, Transportwege. Eventuell ist es auch ein wichtiger Punkt, dass die Transportwege nach Europa knapp sind, denn Europa importiert Mineraldünger. Die Selbstversorgung beim Kalium, die liegt nur bei 15%, Phosphat, ja, knappes Drittel. Und beim Stickstoff müssen ein Drittel des Bedarfs importiert werden. Also Europa ist Nettoimporteur von Düngern und daher müssen wir uns auch zu einem gewissen Teil auf dem Weltmarkt eindecken. Und die Düngemittel, die importiert werden, müssen natürlich auch transportiert werden. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wie sich die Frachten entwickelt haben. Hier Beispiel von Ägypten nach Frankreich mit dem Seeschiff. Sehen wir vor allem im August einen deutlichen Sprung der Preise. Und das gilt nicht nur für Hochseeschiffe, wo sich der Preis fast verdoppelt hat innerhalb von einem Jahr. Das gilt eben auch für LKWs und Binnenschiffe, da ist es ähnlich. Frachtkapazitäten sind einfach weniger verfügbar. Es wird weniger bewegt und dadurch sind auch die Ablieferungen momentan hinterher. Wie viel das genau ausmacht, lässt sich relativ schwer sagen. Wir denken, dass die erste Gabe draußen ist. Für die erste Gabe hat man natürlich auch die längste Zeit, um diese auszuliefern. Und interessant ist natürlich, ja, wie verhält sich das Ganze zukünftig? Und hier habe ich aus dem August Monthly den Urea Outlook vom November. Und hier sehen wir die Harnstoffbilanz. Und es ist jetzt ganz einfach zu erkennen, auf Grundlage der aktuell zur Verfügung stehenden Informationen sehen wir weltweit einen Harnstoffnachfrageüberhang in den nächsten Monaten. Also das erste Quartal 2022 wird von einem Nachfrageüberhang geprägt sein.
Ändern wird sich das voraussichtlich ab dem zweiten Quartal. Heißt also, ab April kann es sein, dass mehr Ware da ist. Allerdings im April ist die Startgabe abgeschlossen und je weiter man in die Zukunft schaut, desto schwieriger ist natürlich die Situation zu bewerten. Aber momentan, kurzfristig, sehen wir auf der Nachfrageseite mehr Nachfrage im Vergleich zum Angebot. Und damit kommen wir zu einer häufig gestellten Frage. Ich werde oft gefragt, ja, lohnt sich die Düngung bei diesen hohen Preisen überhaupt noch? Und dazu haben wir eine Beispielrechnung gemacht. Und zwar, was bedeutet eine Einsparung von 20% Stickstoff beim Weizen? Und als Basis wurden hier 118 Stickstoffsteigerungsversuche herangezogen, die im Jahr 2010 bis 2019 durchgeführt wurden. Hier hat man einmal eine 100% Variante verglichen mit den minus 20% Varianten. Die Rechnung schaut folgendermaßen aus. Angenommen habe ich hier einen Winterweizenpreis von 22 € pro Dezitonne. Ich denke, der Preis ist momentan deutlich drüber. Im Verhältnis dazu ein Kalkammonsalpeter-Preis von 70 € pro Dezitonne. Momentan kann man den Kalkammonsalpeter günstiger einkaufen. Und jetzt vergleichen wir einfach mal. Die Summe der eben genannten Exaktversuche hat einen Ertrag von 93,2 Dezitonnen pro Hektar bei 100% Düngung gebracht. Die Varianten im Vergleich dazu, die mit minus 20% Stickstoff gefahren wurden, haben etwa 5 Dezitonnen weniger Ertrag gebracht. Das ist einfach mal die Grundannahme. 100%, relativ hohes Ertragsniveau von 93 Dezitonnen und minus 20%, Ertragsniveau von 88,5 Dezitonnen. Das führt zu Kosten der Enddüngung von einmal knappen 460 und einmal knappen 370 €. Also es liegt durchaus Einsparpotenzial drin, aber entscheidend ist ja auch, wie kann der Weizen verkauft werden? Und da sehen wir, dass circa 100 € Differenz zwischen den beiden Varianten liegt. Und wenn man hier jetzt die Düngekosten abzieht, dann sieht man, okay, es lohnt sich nicht unter diesen Vorgaben die Stickstoffdüngung einzuschränken, weil der endkostenfreie Erlös ist bei der 100% Variante immer noch höher im Vergleich zur reduzierten Variante. Und das bedeutet einfach, ja, Düngung macht Sinn. Erst wenn der Preis für Kalkammonsalpeter über 80 € steigt, dann lohnt sich in diesem Beispiel eine Reduzierung der Enddüngung um 20%. Fassen wir kurz zusammen. Im Markt wächst der Anteil der Schwefeldünger. Energiepreise sind in Europa auf hohem Niveau. Die Energiepreise sind aber nicht der Grund momentan für die Situation auf dem Stickstoffmarkt, für die Preise auf dem Stickstoffmarkt, weil auch in Ländern, wo der Stickstoffpreis genauso hoch ist, die haben niedrigere Gaspreise. Also es korreliert momentan nicht. Länder, die einen niedrigen Gaspreis haben, haben trotzdem hohe Preise für Mineraldünger. In Deutschland haben wir momentan eine geringe Lieferquote im aktuellen Düngejahr. Eine Enddüngung ist, wie das Rechenbeispiel gerade gezeigt hat, wirtschaftlich. Die Preise für Agrarrohstoffe sind hoch. Hier werden auch weiterhin hohe Preise erwartet, was zu einer hohen Düngernachfrage führt. Bei den Produzenten sehen wir niedrige Bestände. Und der Nachfrageüberhang bleibt zumindest auf Sicht die nächsten Monate bestehen.
Das alles zusammengefasst ist Grund genug, dass Yara empfiehlt, den Einkauf von Mineraldüngern zu splitten. Nach Möglichkeit 3, 4 Termine. Und die erste Tranche sollte im Sommer vor der Ernte gekauft werden. Und wenn man hier rückblickend die letzten 10 Jahre anschaut, dann war das im Schnitt auf jeden Fall richtig, Mineraldünger vorzukaufen und nach Möglichkeit selber auf dem Betrieb zu lagern, um hier handlungsfähig zu sein, um von dem Preisanstieg, der in 8 von 10 Jahren, würde ich sagen, stattfindet, zu profitieren. Einen weiteren Teil des Düngers dann eben über Winter oder im Frühjahr dann zukaufen, um das Risiko aufzuteilen, um auf mehreren, genauso wie bei der Vermarktung beim Weizen, nicht auf ein Pferd setzen, sondern auf verschiedene. Dann kommen wir schon zum fachlichen Teil, nämlich dazu die Eneffizienz durch eine ausgeglichene Pflanzenernährung zu steigern. In Deutschland ist der Winterweizen eine sehr wichtige Kultur und Ertrag und Qualität wird maßgeblich beim Weizen von der Düngung beeinflusst. Und ich denke, der Landwirt, der kann sich freuen, der hat hier einen optimalen Bestand hingestellt und darum geht es auch im nächsten Jahr. Und was ist dafür wichtig? Da habe ich einen Versuch mitgebracht zum Thema Schwefeldüngung. Wir sehen, ganz links wurde 3-mal mit Kalkammon-Salpeter gedüngt. Es wurde auch ein ordentlicher Ertrag erreicht. 89 Dezitonnen ist, denke ich, ein sehr gutes Ertragsniveau. Man könnte zufrieden sein, auch mit dem Eiweißwert von 12,5%. Allerdings, wenn wir weiterschauen, die Startgabe mit einem Stickstoff-Schwefeldünger mit insgesamt 18 Kilogramm Sulfatschwefel steigert den Ertrag doch deutlich. Man sieht einen Ertragszuwachs bei gleicher Stickstoffmenge. Wird die Schwefelmenge weiter erhöht und auch später nochmal Schwefel gedüngt, dann sieht man, dies wirkt sich ganz positiv auf das Rohprotein aus. Die Qualität kann durch den Schwefel verbessert werden, die Rohproteingehalte können gesteigert werden. Woran liegt das? Schwefel ist Proteinbildner, Schwefel ist beteiligt an enzymatischen Prozessen und wenn Schwefel fehlt, dann kann eben der Stickstoff nicht umgewandelt werden in Ertrag, nicht umgewandelt werden in Eiweiß. Ganz wichtig ist die Schwefeldüngung zu Vegetationsbeginn. Warum ist das so? Schwefel in Sulfatform, das ist die einzigste Form, wie die Pflanze Schwefel aufnehmen kann, ist im Boden mobil. Es ist ein Anion, das heißt, es ist negativ geladen und kann ausgewaschen werden über Winter. Wenn entsprechende Winterniederschläge stattfinden, wird Schwefel aus dem durchwurzelten Bereich nach unten verlagert und die junge Pflanze kann eben keinen Schwefel zu Vegetationsbeginn aufnehmen. Die Mineralisation vom Schwefel, die findet allerdings erst bei höheren Temperaturen statt. Und daher ist es ganz wichtig, zu Vegetationsbeginn Sulfatschwefel zu düngen. Ja, in meiner Zeit als Fachberater habe ich auch zahlreiche Versuche betreut. Und da habe ich hier ein Foto mitgebracht von den Parzellen. Man sieht hier die Kontrolle, hier wurde nicht gedüngt. Der Bestand schaut nicht gut aus. Wenn man nach links schaut, hier wurde Stickstoff gedüngt. Und man sieht, ja, es bringt ganz schön was. Der Bestand ist dichter, hat eine bessere Durchfärbung, aber ist noch nicht ganz optimal, vor allem wenn man nach rechts schaut. Und der einzigste Unterschied hier, bei gleicher Stickstoffmenge, dass zusätzlich Schwefel gedüngt wurde. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg im Getreideanbau, aber nicht nur da, wie wir später sehen werden. Welche Düngestrategie führt zum Erfolg? Auf was kommt es an? Die erste Gabe sollte ausreichend früh und ausreichend hoch mit dem gewissen Nitratanteil in Abhängigkeit des Standorts
ausgebracht werden, um einen zügigen Start hinzukriegen. 10 bis 15 Kilogramm Sulfatschwefel sind Pflicht zur ersten Gabe. Nicht die komplette Menge muss zur ersten Gabe gegeben werden, kann zur ersten Gabe gegeben werden. Es gibt aber zahlreiche Hinweise, dass eine Aufteilung auch der Schwefeldüngung vielversprechend ist. Und vor allem spätere Schwefelgaben steigern die Qualität. Was man häufig in der Praxis sieht, ist tatsächlich, dass die letzte Gabe zu spät ausgebracht wird. Bitte die letzte Gabe nicht zu spät streuen. Im Fahnenblattstadium, EBCH 3739, sollte für den maximalen Ertrag die Düngung abgeschlossen werden. Spätere Gaben führen dazu, dass mehr Stickstoff in Protein umgewandelt wird. Der Weg vom Stickstoff in Ertrag ist aber wesentlich wirkungsvoller wie der Weg vom Stickstoff ins Protein und deshalb ertragsbetont düngen. Unter den Vorgaben der neuen Düngeverordnung und unter den Vorgaben der hohen Düngemittelpreise. Ja, höchste Wirksamkeit haben wir durch die Nitratform, vor allem bei Trockenheit und bei späten Gaben, weil Nitrat wirkt schnell. Nitrat ist beweglich im Boden. Das hat den Vorteil, dass Nitrat leicht aufgenommen werden kann und im Boden nicht festgelegt wird bei Trockenheit. Ja, wie gerade gesagt, den Fokus auf den Ertrag legen, nicht auf hohe Eiweißgehalte, besonders unter den Vorgaben, Düngeverordnung, hohe Preise. Die Gabenteilung ist nach wie vor Stand der Dinge. Gabenteilung heißt aktive Bestandesführung und Handlungsfähigkeit jederzeit. Beim Grünland gilt das Gleiche wie beim Getreide, N- und S-Düngung kombinieren. Kulturspezifische Blattdünger sorgen für vitale und ertragreiche Bestände. Auf den Punkt Mikronährstoffe gehe ich gleich noch ausführlicher ein. Und schwache Bestände, die nicht optimal aus dem Winter rauskommen, die können im Frühjahr mit einer Phosphatblattdüngung gefördert werden. Schwefel spielt nicht nur eine wichtige Rolle beim Getreide und im Grünland. Schwefel spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Zuckerrübe, beim Mais, vor allem beim Raps. Daher kommt ja das Ganze. Und ich habe hier auf der Tabelle einfach mal den Schwefelbedarf von verschiedenen Kulturen aufgezeigt. Ganz wichtig zu wissen, alle Kulturen brauchen Schwefel. Und es gibt seit einiger Zeit einen kleinen Stolperstein, wenn es um die Schwefeldüngung geht, nämlich die Deklaration. Hier der Bedarf, die empfohlene Schwefeldüngung, ist in der Tabelle dargestellt in der Elementform in S. Also wenn man sagt, okay, der Raps braucht 40 Kilogramm S, dann meint man die Elementform und nicht die Schwefeltrioxidform, die mittlerweile immer häufiger an den Deklarationen der Mineraldünger anzutreffen ist. Also Vorsicht bei der Schwefeldeklaration, wird SO3 ausgewiesen, bitte mit dem Faktor 0,4 multiplizieren. Aus dem Hause Yara gibt es seit 25 Jahren mittlerweile einen Klassiker, den Yara Bella Sulfan Kalkammon Salpeter mit Schwefel und Calcium für die optimale Stickstoff-Schwefelversorgung aller Kulturen. Gehen wir zu einer sehr wichtigen Kultur in Deutschland, gehen wir zum Mais. Und bei Mais wird häufig Gülle ausgebracht vor der Aussaat und bei Mais wird auch sehr häufig die Unterfußdüngung als Standardverfahren angewendet. Und bei dieser Praxis gibt es eben auch ein paar Dinge zu beachten. Es geht nämlich nicht nur um Phosphor auf der einen Seite und Stickstoff auf der anderen Seite. Es sind zwei extrem wichtige Nährstoffe für den Mais. Phosphor vor allem, weil die junge Maispflanze ein schlechtes Phosphataneignungsvermögen hat. Phosphat ist die Energiewährung in der Pflanze. Phosphat ist wichtig fürs Wurzelwachstum, ist in der Jugendentwicklung sehr wichtig. Aber beim Phosphat ist man mittlerweile eingeschränkt und deshalb kommt es auch auf Nährstoffe wie Bor an, weil Bor unterstützt in der Jugendentwicklung das Wurzelwachstum. Und Phosphat kann nur direkt an der Wurzel aufgenommen werden. Phosphat ist ein sehr immobiler Nährstoff und deshalb sind alle Maßnahmen, die die Wurzelentwicklung der Kultur fördern, und dazu gehört die Bordüngung, gut
um die Phosphateffizienz aufzunehmen. Wichtig ist aber auch eine ausreichende Zinkversorgung, weil die Verstoffwechslung in der Pflanze vom Phosphat nur dann optimal abläuft, wenn ausreichend Zink vorliegt. Zink ist auch wichtig fürs Längenwachstum. Ausreichender Zinkgehalt in der Pflanze sorgt für hohen Mais. Das Längenwachstum wird dadurch stimuliert, weil Zink eben auch wichtig ist für die Zellteilung. Auch für die Stresstoleranz ist Zink wichtig. Entgiftungsprozesse laufen bei einer mit Zink optimal versorgten Pflanze wesentlich besser ab. Beim Bor gibt es noch einen weiteren Punkt, das ist die Fertilität. Bor macht volle Kolben. Wenn die Kolben nicht optimal eingekörnt sind, dann hängt es häufig auch mit Bor zusammen. Bor ist aber genauso wichtig für den Aufbau von Zellwänden und spielt auch eine Rolle beim Assimilattransport in der Pflanze. Also Zink und Bor nach Möglichkeit über einen Unterfußdünger mit ausbringen beim Mais. Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Blattbehandlung Mikronährstoffe auszubringen. Ein weiterer wichtiger Nährstoff, vor allem in der Jugendphase, das ist der Schwefel. Schwefel ist zwar in der Gülle drin, allerdings nicht ausreichend verfügbar. Die Mineralisation aus organisch gebundenem Schwefel findet erst später statt. Und wenn man die N-Effizienz steigern will, ist es auch bei Mais, vor allem in der Jugendphase, wichtig, wasserlöslichen Sulfatschwefel zu düngen. Später profitiert der Mais unheimlich von der Mineralisation aus dem Boden. Gerade wenn man dann warme Temperaturen hat, dann wird Stickstoff aus dem Boden freigesetzt und auch Schwefel wird freigesetzt. Und davon kann der Mais unheimlich profitieren. Beim Start auf die Schwefelversorgung achten. Dann noch ein weiterer Nährstoff, das Magnesium. Wenn man sich so einen Maisbestand anschaut im Sommer, dann ist es eine große grüne Wand. Und alles, was grün ist, das ist Chlorophyll. Und das Zentralatom vom Chlorophyll, das ist das Magnesium. Und Magnesium ist auch beteiligt beim Aufbau von Eiweiß und Stärke, ist der Aktivator von vielen Enzymen. Und die angesprochene Gülledüngung vor der Maisaussaat, die meistens bei Biogasgärresten oder Rindergülle mit viel Kali erfolgt, führt dazu, dass Magnesium, da gibt es einen Antagonismus und dann kann Magnesium schlechter aufgenommen werden und deshalb führt eine Magnesiumdüngung dazu, dass dieser Antagonismus, ja, dass man dem was entgegensetzt. Hohe Kalimenge sollten mit einer Magnesium-Unterfußdüngung mit ausgeglichen werden, um ein optimales Wachstum zu gewährleisten. Ja, so kann das ausschauen, wenn ein Mais Bohrmangel hat. Eben, das ist ein extremes Beispiel, schlechter Kornansatz. Weiter ist zu merken, Bewurzelung, gerade in der Jugendentwicklung, wird von Bor positiv beeinflusst. Zinkmangel, man sieht, dass man Aufhellungen hat vom Blattgrund her, streifenförmig gestauchtes Wachstum. Verteilgenauigkeit beim Unterfußdünger ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem bei niedrigen Aufwandmengen. Hier hat Ulrich Lossi von der Deula Nienburg einen Versuch gemacht. Die ausgebrachte Stickstoffmenge war vertretbaren Schwankungen unterworfen, sieht man an der roten Linie. Die Fehlverteilung bei dem Mikronährstoff Bor, das ist die blaue Linie, war, obwohl es eine sehr hochwertige Mischung war, zu hohen Schwankungen unterworfen und in der Praxis bedeutet das, dass manche Pflanzen deutlich mehr Nährstoffe bekommen als nötig und andere deutlich weniger. Also auch sehr gute Mischdünger unterliegen beim Einsatz zur Reindüngung einer gewissen Ungenauigkeit. Beim Stickstoff ist es einigermaßen akzeptabel, bei dem Mikronährstoff Bor war es in diesem Versuch nicht ausreichend. Und je weiter eben der Dünger vom Dosierer bis zum Boden transportiert werden muss, pneumatisch, desto größer ist die Herausforderung. Ja, hier sehen wir einfach mal einen Vergleich mit Unterfußdüngung, ohne Unterfußdüngung. Sieht man in zahlreichen Versuchen, Unterfußdüngung ist nach wie vor Stand der Dinge. Ja, wenn wir über das Thema Nährstoffeffizienz, Stickstoffeffizienz reden, dann kommt immer wieder die Tonne von Liebig zum Tragen, weil der Nährstoff, der im Minimum ist, der begrenzt den Ertrag. Aber nicht nur Nährstoffe können die
Ineffizienz limitieren, wie jetzt hier in dem Beispiel Zink. Auch die Bodenbearbeitung, die Sortenwahl, der Pflanzenschutz, das sind alles wichtige Faktoren, wichtige Zahnräder, die ineinander greifen und die Stickstoffeffizienz hemmen können. Und deshalb im Ackerbau immer alle Faktoren miteinander betrachten. Und Mikronährstoffe sind eben ein kleiner Faktor, den man beachten muss. Und ich habe hier mal die Enzyme an Spurenelemente aufgeführt. In grün sieht man die Nährstoffe, die unter den normalen Bedingungen vorsorglich zu düngen sind. Beim Getreide ist es Kupfer, Mangan, Zink. Zuckerrüben brauchen neben Bor auch Mangan, am besten gedüngt übers Blatt. Beim Raps ist es das Allergleiche. Bor ist Standard im Raps. Es gibt aber immer noch Betriebe, die eine Mangan-Blattdüngung beim Raps nicht in Erwägung ziehen. Und wenn wir uns hier die Enzyme anschauen, ist einfach auch die Mangandüngung beim Raps ein ganz wichtiger Punkt. Zum Mais, wie vorher erwähnt, Bor und Zink spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, gerade in der frühen Entwicklung. Und hier ist eine Kombination mit der Unterfußdüngung angeraten. Bei den Mikronährstoffen geht es nicht um die absoluten Gehalte im Boden. Es geht vielmehr auch um die Verfügbarkeit. Und es gibt Faktoren, wie zum Beispiel den pH-Wert, der kann die Mikronährstoffverfügbarkeit negativ oder positiv beeinflussen. Aber es gibt einen Faktor, der zunimmt, und das ist die Trockenheit. Und der vermindert die Verfügbarkeit von den hier aufgelisteten Mikronährstoffen Bor, Kupfer, Mangan, Zink. Wird es trocken, hat die Pflanze ein Problem, diese Mikronährstoffe aufzunehmen. Und deshalb ist es angeraten, vorsorglich die Kulturen, bevor man in eine Stresssituation kommt, mit Mikronährstoffen zu versorgen, um Stresssituationen besser zu überstehen. Mikronährstoffe spielen aber auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei der Abwehrfähigkeit der Pflanze. Die Abwehrkräfte werden gestärkt, wenn die Pflanze ausgewogen ernährt ist. Beispiel Ligninsynthese. Das Zellulose-Lignin-Verhältnis wird bei ausreichend Kupfer hin zum Lignin verschoben. Das heißt, die Zellen sind stabiler, können einem Angriff von Pilzen oder Insekten mehr entgegensetzen. Auch die Winterhärte wird durch ausreichend Kupfer positiv beeinflusst. Zellwandstabilität. Hier spielt neben Calcium Bor auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Man kann sich das Bor vorstellen wie die Armierung im Beton. Superoxidismutasen, SOD, sind für die Entgiftung der Pflanze maßgeblich. Und da ist ein wichtiger Bestandteil Kupfer, Mangan und Zink. Wenn man also die Entgiftungsprozesse in der Pflanze fördern möchte, ist es ganz wichtig, dass ausreichend Kupfer, Mangan und Zink vorhanden ist. Die Membranintegrität, die vermeidet den Austritt von Assimilaten aus der Zelle heraus. Und hier spielt Bor und auch Zink eine ganz entscheidende Rolle. Und eine gesunde Pflanze kann Stickstoff wesentlich besser verstoffwechseln, wesentlich besser verarbeiten im Vergleich zu einer Pflanze, die bei nur einem Nährstoff einen Mangel aufweist. Und daher ist es bei allen Kulturen wichtig, sich über die Ansprüche an die Düngung Gedanken zu machen, welche Nährstoffe spielen eine entscheidende Rolle und diese dann auch ergänzen und nicht nur auf den Stickstoff zu schauen. Dann sind wir beim Fazit und Ausblick anbelangt. Die erste Gabe, also der Stickstoff-Schwefeldünger, der sollte gekauft sein und idealerweise physisch am Betrieb. Big-Bag-Ware bietet hier Flexibilität und Vorteile bei der Lagerung. Mineraldünger möglichst zu verschiedenen Terminen kaufen, einfach um das Risiko aufzuteilen. Der erste Teil, wie groß der sein soll, ich würde sagen, der größte Teil sollte vor der Ernte gekauft werden.
Die Endüngung ist wirtschaftlich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, vor allem weltweit. Die Düngernachfrage ist deswegen sehr hoch. In den nächsten Monaten wird ein Nachfrageüberhang erwartet. Kommen wir zum fachlichen Teil. Hier ist die bedarfsgerechte Schwefeldüngung in allen Kulturen eine maßgebliche und große Stellschraube. Mikronährstoffe, das ist eine kleine Stellschraube, die steigern den Ertrag und die Widerstandskraft der Pflanze und sind für eine maximale Stickstoffausnutzung entscheidend. Unterfußdüngung beim Mais sollte mit Einkornware erfolgen, weil es dadurch einfach keine Entmischungen gibt, vor allem bei geringen Nährstoffmengen, und man sollte es bei der Unterfußdüngung auch nicht übertreiben. 20 bis 40 Kilogramm Stickstoff, 20 bis 40 Kilogramm Phosphat für optimale Startbedingungen. Gabenteilung, nach wie vor Stand der Dinge, aktive Bestandesführung, Handlungsfähigkeit. Beim Weizen und beim Grünland, da vor allem zum Vegetationsbeginn, kann kein Mineraldünger eingespart werden. Hier wäre es nicht sinnvoll. Es gibt Kulturen, die mit etwas weniger Stickstoff auskommen können, zum Beispiel Mais oder Zuckerrübe, die ja das Hauptwachstum dann im Sommer haben, wo die Mineralisation auch relativ hoch ist. Hier kann man etwas Stickstoff einsparen, auch zum Beispiel beim Roggen, Hafer, Sommergerste sind Kulturen, wo man eher sagen kann, man kann zurückschrauben. Beim Raps sinkt der Ertrag, wenn weniger Stickstoff ausgebracht wird. Der Ölgehalt korreliert eher positiv mit einer sinkenden Stickstoffmenge. Aktuell hört man oft von dubiosen Vorkasseangeboten bei Mineraldünger zu extrem günstigen Preisen. Hier bitte Vorsicht. Und zum Ausblick möchte ich etwas zum Thema CO2-neutrale Ammoniumnitratherstellung erzählen. Das Thema Klimawandel, CO2-Ausstoß ist omnipräsent und Mineraldünger ist eben ein sehr energieintensiver Bereich. Und ich habe vorher erklärt, dass Erdgas verwendet wird, um Wasserstoff herzustellen. Man kann Wasserstoff auch direkt herstellen über die Elektrolyse. Dafür braucht man Strom. Den Strom kann man durch erneuerbare Energien erzeugen, Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, um dann eben Wasserstoff zu gewinnen. Und dieser Wasserstoff, der kann dann im Haber-Bosch-Verfahren verwendet werden, um Ammoniak zu erzeugen. Und Ammoniak ist dann eben wieder der Grundstoff für die Ammoniumnitratdünger. Produktion. Wird grüner Wasserstoff erzeugt und daran arbeitet Yara momentan intensiv. Wir haben auch schon Pilotanlagen, in denen wir grünen Dünger herstellen. Dann fällt bei der Produktion kein CO2 an und die Harnstoffproduktion wird eben erschwert, weil diese CO2-Quelle im Produktionsprozess fehlt. Schließen möchte ich meinen Vortrag mit einem Zitat von Michael Richter. Was bleibt, ist die Veränderung. Was sich verändert, bleibt. Und wer weiter mit mir in Kontakt treten möchte oder aktuelle Informationen im Bereich Düngermarkt, Düngung insgesamt haben möchte, auf Instagram unter Düngeberatung Adrian habe ich immer wieder aktuelle Themen. Und damit vielen Dank. Ja, Adrian, vielen Dank. Ich denke, dein Vortrag hat sehr gut gezeigt, die Komplexität in zwei Dimensionen. Einmal natürlich die Dimension Markt, wo wir eine Situation sehen, die wir vielleicht in der Ausprägung so noch gar nicht erlebt haben. Auf der anderen Seite natürlich auch die Komplexität, wenn es darum geht, eine Pflanze optimal zu ernähren, das unter ganz unterschiedlichen Bedingungen, unter nassen Phasen, unter Trockenphasen. Ja, dein Vortrag ist auf jeden Fall auf reges Interesse in unserem Chat gestoßen. Deswegen haben wir natürlich jetzt ein paar Fragen rausgefischt und ich möchte natürlich mit den brisantesten Fragen starten und die bewegen sich und ich glaube, war zu erwarten, ein Stück weit natürlich um das Thema, wie gehen wir denn mit dem aktuellen Düngermarkt um? Und eine konkrete Frage von einem unserer Zuschauer war, Einkaufsstrategie. Auf dem Betrieb ist noch kein Dünger da. Wie würdest du die kurzfristige Einkaufsstrategie jetzt für das nächste Jahr
sehen? Wie würdest du damit umgehen? Ja, hier Empfehlungen zu geben ist natürlich schwierig, weil wir momentan auf Allzeithochniveau sind. Ich würde empfehlen, sich einfach mal hinzusetzen, die Produktionsverfahren durchzurechnen und dann mal schauen, okay, lohnt sich der Mineraldüngereinsatz oder in welchem Umfang könnte die Mineraldüngung reduziert werden. Wenn jetzt noch gar kein Mineraldünger am Betrieb ist, dann denke ich, ist es nicht verkehrt, jetzt was vorzukaufen, weil wenn man heute bei Yara Mineraldünger bestellt, dann brauchen wir einen gewissen Vorlauf, eine gewisse Zeit und da sind wir mit der Auslieferung im Januar. Auf was wollen wir denn noch weiter warten, wenn im Februar dann die neue Düngesaison beginnt? Mhm. Wer aktuell gar keinen Dünger verfügbar hat, es ist natürlich ein Risiko. Und von dem her würde ich empfehlen, darüber nachzudenken, was zu kaufen, auch wenn das Preisniveau hoch ist, aber der Ausblick, es ist ganz schwierig, Prognosen nach vorne zu treffen, aber es ist der Düngestart eben nicht mehr weit weg. Ja, weil ich denke auch, ich meine, es rührt natürlich daher, in deinem Fazit hast du das schön niedergeschrieben, bei der Startgabe im Wintergetreide haben wir natürlich wenig Möglichkeiten, da wirklich auf die Bremse zu drücken, weil wir teilweise einfach Bestände aktivieren müssen, dass eine Entwicklung nach vorne tritt. Und ich meine, die Frage 2 war natürlich genau das Verfügbarkeitsthema, das du jetzt schon ein bisschen angesprochen hast. Wenn ich heute bestelle, ist überhaupt nur die Chance da, realistisch im Februar, ich sag mal Ende Februar, in März rein, eine erste Gabe dann am Hof zu haben? Ja, wir sehen, die Lager sind nicht so gut gefüllt wie in vielen anderen Jahren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Mineraldünger knapp ist. Es gibt Ware. Es gibt vielleicht nicht immer genau die Sorte, die man jetzt unbedingt haben möchte. Man muss eventuell gewisse Kompromisse machen. Der entscheidende Punkt ist momentan der Preis. Ist man bereit, den Preis zu bezahlen, der momentan für Stickstoffdüngemittel oder für alle Düngemittel aufgerufen wird? Okay. Ja, gehen wir weiter ein bisschen in die erste Gabe rein. Wir haben natürlich auch eine Frage bekommen, die organischen Dünger werden ja wieder etwas populärer. Ich glaube, das merkt man in sämtlichen Diskussionen. Wie würdest du zum Beispiel eine HTK, also einen Hühnertrockenkotgabe zur ersten Gabe, wie würdest du sowas einschätzen? Frage 1 und Frage 2 natürlich auch. Wie weit muss ich sowas dann auch über mineralische Düngung begleiten, um wirklich zu einer Wirkung zu kommen? Durch die aktuelle Entwicklung steigt natürlich der Wert von organischen Düngern. Und viele Betriebe sagen dann, ja, dann setzen wir eben mehr Gülle ein oder in dem Beispiel Hühnertrockenkot. Die Mengen sind natürlich auch hier begrenzt. Und man muss sich halt eins immer deutlich vor Augen führen. Am Anfang haben organische Dünger einfach eine Wirkungslücke, weil die nicht so schnell wirken. Es ist ein Teil des Stickstoffs organisch gebunden, der muss erst mineralisiert werden. Der wirkt dann im Laufe der Vegetation, kommt der dann zur Wirkung. Bei manchen Kulturen, wie bei Mais, wirkt organischer Dünger deutlich besser. Bei einem Raps als Gegenbeispiel dazu ist der organische Düngung im Frühjahr nicht sehr sinnvoll, weil bis hier die Enddynamik richtig in Schwung kommt, ist der Raps mit der Stickstoffaufnahme fertig. Und deshalb braucht es zu Vegetationsbeginn einen schnell wirksamen Mineraldünger. Und hier sind eben Mineraldünger mit einem gewissen Nitratanteil im Vorteil. Und je nach Region, kalte, späte Lagen profitieren von einer nitratbetonten Startgabe deutlich. In anderen Regionen, in wärmeren Regionen, da kann natürlich durchaus auch die Enddynamik besser in Schwung kommen und da kann natürlich auch der organische Dünger oder langsam wirkendere Stickstoffformen auch eine Möglichkeit sein. Aber im Schnitt ist eine angepasste erste Gabe mit dem Mineraldünger nicht zu ersetzen. Okay. Könnte man vielleicht das Ganze ein bisschen weiter treiben, wenn ich jetzt als Betrieb dastehe und mir verschiedene Kulturen anschaue in Richtung organischer Düngung, zu sagen, okay, das Wintergetreide eher zur Startgabe nein, aber es gibt natürlich auch andere Kulturen, zum Beispiel ein Mais, der zum späteren Zeitpunkt die Nährstoffe in hoher Menge aufnimmt oder zum Beispiel auch eine Sonnenblume, dass man sowas als Empfehlung ausspricht. Wie würdest du das einschätzen? Ja, unbedingt. Ich meine, man muss sich immer anschauen, was habe ich für eine Kultur und wie kann ich in der Kultur die Dünger, die ich jetzt am Hof habe, mineralisch, organisch, optimal einsetzen. Und wie ich es ja auch im Fazit erwähnt habe, es gibt Kulturen, die kommen mit weniger Stickstoff zurecht und es gibt Kulturen, da kann man nicht sparen. Wenn man Qualitätsweizen erzeugen möchte,
Da kann man relativ wenig mit Organik machen, einen gewissen Teil sicher kann man mit Organik machen, aber gerade zum Start ist es ganz schwierig und gerade auch, um die Qualitäten zu erreichen, da braucht man eben einen gewissen mineralischen Anteil und da muss man sich einfach anschauen, ja, Weizen, der jetzt gesät ist gesät, der muss gedüngt werden. Und in gewissem Maße kann man eventuell mit Sommerungen reagieren und dann vielleicht eine Kultur anbauen, die mit weniger Stickstoff zurechtkommt. Zu den Frühjahrskulturen haben wir eine Frage aus Frankreich erhalten. Direktsaat, eine Nation, wo Direktsaat in weiten Teilen ja angewendet wird. Und die Frage geht dahin, N-Gabe, also die Stickstoffgabe im Mais unter Direktsaatbedingungen aufteilen oder als eine Gabe geben? Wie würdest du da umgehen damit? Na, ich würde auf jeden Fall eine Unterfußdüngung machen, weil unter Direktsaatbedingungen ist auch die Phosphordynamik etwas eingeschränkt. Die Böden lagern etwas dichter, Erwärmung und Durchwurzelung ist etwas schlechter und die Phosphatverfügbarkeit ist eben korreliert mit der Bodentemperatur. Also bei höheren Temperaturen ist die Phosphatversorgung eben besser. Das heißt, eine Unterfußdüngung mit Stickstoff und mit Phosphat, um der Pflanze einen guten Start zu ermöglichen. Und hier darf man aber nicht übertreiben, weil zu hohe Mengen im Reindünger machen die Pflanze faul. Es kann auch zu Verbrennungen kommen, wenn hier erstens die Technik nicht optimal passt, wenn die Abstände nicht optimal eingehalten werden, also 5 cm neben und 5 cm unter dem Saatkorn. Und also die Menge nicht zu hoch nehmen und dann würde ich relativ zeitig eine Kopfdüngung durchführen, entweder nach der Saat oder bis zum Auflaufen. Man muss ja beim Mais auch aufpassen mit Verbrennungen und da muss man natürlich bei der Direktsaat dann aufpassen. Hier hat man dann keine Möglichkeit oder hier wird man den Dünger nicht einarbeiten und hier muss man dann eben auch auf das Verlustpotenzial achten. Ne? Harnstoff, egal ob mit Urease-Inhibitor oder ohne Urease-Inhibitor, gast immer aus. Das heißt, man hat immer gewisse Ammoniakverluste und dem muss man ein Stück weit entgegentreten und das muss man da eben auch beachten. Und dann würde ich Unterfußdüngung einen Teil Stickstoff geben und den Teil, einen restlichen Teil breitflächig. Aber man könnte auch über Verfahren nachdenken, einen Mineraldünger zu injizieren oder Gülle zu injizieren mit einer Hacke in Kombination. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um hier die Effizienzen zu erhöhen. Siehst du da bloß nochmal anteilig den Stickstoff, die Menge zu sagen 30% in die Unterfuß, 70% in die Fläche oder würdest du andere Größe anvisieren? Nee, ich würde sagen maximal 40 Kilogramm Unterfuß und das ist ja nicht einmal ein Viertel, ne? was der Mais an Bedarf hat. Okay. Springen wir ein bisschen zu den Mikronährstoffen, also von den Kilos pro Hektar teilweise zu den Gramm pro Hektar. Eine genau. Frage, die wir aus dem Chat bekommen haben, du hast erzählt über die Nährstoffzufuhr, die wir da brauchen. Wenn wir uns das Getreide anschauen, was ist nach deiner Erfahrung die Mikronährstoffe, die da immer am ehesten im Mangel liegen, wenn wir eine Pflanzenanalyse zum Beispiel anschauen? Sehr gutes Stichwort, danke Michael. Pflanzenanalyse, damit kann man nämlich latente Mikronährstoffmangelerscheinungen sichtbar machen. Und was man ganz oft sieht, nehmen wir einfach mal Beispiel Weizen. Mangan wird häufig übers Blatt gedüngt. Mangan ist auch extrem wichtig, da haben wir hohe Enzyme und Mangan sieht man optisch auch einfacher. Aber was dann ganz oft vergessen wird, ist Kupfer und Zink. Also wenn es ums Getreide geht, würde ich besonderes Augenmerk auf Kupfer, Mangan und Zink legen und in ganz geringen Mengen ist auch Bor im Getreide wichtig, gerade für die Fertilität. Zu welchem Zeitpunkt, wenn wir jetzt den Weizen wieder als Beispiel nehmen, zu welchem Zeitpunkt denkst du, ist die Ausbringung da am günstigsten? Im Prinzip kurz vor dem Beginn des meisten Massenzuwachses. Das heißt, zu Beginn der Schossphase ist es am wirkungsvollsten, die Blattdünger einzusetzen. Also mit der Wachstumsreglermaßnahme im Einknotenstadium Kupfer, Mangan, Zink mit ein bisschen Bohrausbringer macht Sinn. Aber auch vor Winter
um die Winterhärte zu erhöhen, kann man mit geringen Mengen, vielleicht in Kombination mit einer Herbizidmaßnahme, vor Vegetationsende Kupfer, Mangan, Zink spritzen, um die Winterhärte zu erhöhen. Und ansonsten eben in der Hauptwachstumsphase, in der Schossphase, ein Knotenstadium bis Pfannenblattstadium. Da ist der Mikronährstoffblattdünger im Weizen am effektivsten. Jetzt, wenn ich nochmal das Stichwort Trockenheit aufgreife, manchmal ist es ja doch so, dass man zwar noch guter Hoffnung ist, irgendwann Regen zu erwischen, dann aber jäh feststellen muss, es bleibt bei der Hoffnung. Macht es Sinn, in eine Trockenphase rein nochmal Mikronährstoffe auszubringen oder ist es eher zur Belastung für die Pflanze? Da kommt es sehr darauf an, welche Form das man verwendet. Also wenn die Pflanze bereits Trockenstress hat und man kommt dann noch zusätzlich mit Salze aufs Blatt und das vielleicht auch noch tagsüber bei den hohen Temperaturen, niedrigen Luftfeuchtigkeiten, Einstrahlungen, das ist sicherlich nicht förderlich. Wenn die Pflanze einen Mikronährstoffmangel hat in der Stresssituation, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Man sollte vorsorglich vor einer Trockenheit den Blattdünger ausbringen und wenn man dann in der Stresssituation ist, nicht zusätzlichen Stress mit Blattdüngern verursachen, weniger Stress verursachen formulierte Blattdünger. Also hier kommt es dann auch auf die Qualität und auf die Form des verwendeten Blattdüngers an. Ja, Adrian, vielen Dank für die umfangreiche Beantwortung. Ich glaube, du siehst anhand der Fragen, dass das Thema hochbrisant ist, dass das unsere Zuschauer und Zuhörer offensichtlich sehr, sehr stark interessiert. Von meiner Seite vielen Dank für den interessanten Vortrag, für die spannende Diskussionsrunde. Ich denke, wir hätten da jetzt nur locker 30 Minuten weiter diskutieren können. Ein bisschen müssen wir natürlich auf unseren Zeitplan schauen. Und deswegen freue ich mich, in ein paar Minuten wieder hier zurück zu sein im Studio mit dem nächsten Vortrag.